Da muss noch der Name dahinter, Susi. Glaube ich. Mist. Das geht nicht so mit dem Eis. Junge Dame, Sie haben da was verloren. Hallo? Kann jetzt was gegen Kopf werfen? Warum lag hier ein Fisch? Da liegt ein Fisch. Ja, ich weiß auch nicht, wo der herkam. Der Fisch. Ich verkaufe nicht mal Fisch und die hatte nicht mal eine Hose an, wo ein Fisch hätte drin sein können. Ich will nicht wissen, wo der rausgefallen ist, ja? Oder das war Dennis. Vielleicht hat Dennis den hier einfach irgendwie reingeschmissen. Der Bengel. Guck mal, der Fisch. Kann er leider mit dem Fisch nichts anfangen. Genauso wie mit der Eispackung. Upsi! Ich habe gerade ganz schlimme Gedanken. Ja. Also es könnte manchmal auch ein bisschen mehr Kundschaft kommen. Es ist manchmal ein bisschen langweilig. Und wir kommen nicht so richtig vorwärts. Was könnten wir tun? Ich glaube, wir müssen tatsächlich... Aber das Problem ist, wenn wir dann die Werkstatt haben, brauchen wir da ja auch immer übelst Geld, um die Ersatzteile zu kaufen. Nice. Einfach 8 Dollar für 2 Packungen Chips. Vielleicht müssen wir tatsächlich öfter Kofferräume ausräumen, um an Geld zu kommen. Aber ich weiß gar nicht, welches Auto zu ihm gehört. Dauert ja Stunden. I owe you one. Für 14 Dollar lohnt sich ja nicht. Nee, der war noch nicht da. Ich glaube, der kommt später erst.
Aber das wird lustig. Es hat doch Gott sei Dank die anderen nebenan nicht gestört. Super. Dass ich an dem einen Kofferraum rumgefummelt habe. Brauchen wir schon wieder Sprit? Ja, geht noch. Oh, kommen sie ran, können sie rausgucken. Hallo, zieh dir mal was an. Müllabfuhr brauchen wir noch keine neue. Was macht man so als Tankstellenbetreiber den ganzen Tag? Oh, aber unsere Reputation steigt. Wir sind bald auf Level 3. Vielleicht kommen dann doch noch mal ein bisschen mehr Kunden. Ja, genau. Schmeiß den Müll hier rein und gehe. Erstmal mit tanken! Polizei schon wieder. Ja, und du schmeißt ja auch bloß... Suchst deinen Fisch? Leck den Müll. Weil nicht das richtige Eis. Mach das, Susi. Gute Nacht. Und wir hören uns morgen. Ja. Sehr gut. Gucke ich dann. Oder höre ich dann. Oder lese ich dann. Ich wollte gerade sagen, wenn es ein Update gibt... Halt mich gern auf dem Laufenden. Super. Super. I was worried I'd go over budget. Gut, wir sind ja auf dem Weg zur 500. Guten Nacht, Susi. You see what I do? I do. Bis morgen. Was für Eis darf sein? Entschuldigung, dass wir kein Bold-Eis haben. Top of the line job there. Schon wieder. I was worried I'd go over budget. Hallo, ich bin da. How much do I owe you? 500 schuldest du mir. Das ist eine teure Tankstelle. Muss auch irgendwie überleben. Auch Klo. Jeder hat aber einen tiefen Ausschnitt gehabt. Hat sie noch. Mehr noch.
94% Reputation. Ah, 55 Liter. Muss gleich wieder Geld ausgeben für Sprit und dann sind wir wieder so weit weg von den 700 Euro. Dollar. Aber bringt ja nichts. Ja, es ist wirklich. Schwierig. Ja, Kraftstoff ist ja bestellt. Die wollen alle dieses Schokoeis. Ja. Der Übergang ist immer ein bisschen komisch. Wenn plötzlich das Bild schwarz wird, dann denke ich immer, das Spiel ist abgestürzt. Das Ding ist halt, wenn ich den Parkplatz nicht ausbaue, können eigentlich auch keine neuen Gäste kommen. Oder nicht mehr. Können sie mal hupen da draußen. Thanks. Wie viel Polizei hier immer rumfährt. Eissorten gehen nicht so gut. Sollten wir nicht mehr nachkaufen. Das Problem ist, das kostet auch 400. Wir geben als erstes 400 für den Parkplatz aus, damit mehr Kunden kommen und wir mehr Zeug verkaufen können. Ich glaube, das ist besser. Kaufe eine Toilette. Machen wir, sobald wir das Geld haben und die Möglichkeit. Wow. I was worried we'd be stranded. Ja, dachtest du.
amazing. Ist das in Amerika eigentlich so, dass man nicht selber tankt, sondern dass andere Leute einem das Auto tanken? Ich weiß gar nicht, warum ich den Stöpsel da mal reinstecken soll. Das kann ich ja alleine. Aber denkst du, sie sind von der Polizei? Sie kommen hier rein und machen nur Dreck. So. Ich mache mal noch 1-2 Kunden, dann kaufe ich den Parkplatz. Und dann geht's los. Dann machen wir, glaube ich, richtig Umsatz. Echt? Gut, in Amerika, ist es nicht in Amerika auch so, dass du deine Einkäufe eingepackt bekommst? Also in den Beutel? Ich glaube, die haben dort immer jemanden mit an der Kasse stehen, der dein Eingekauftes noch mit in den Beutel packt. You're amazing. Ich habe hier ständig irgendwelche Errungenschaften freigeschalten. Oh, Dennis! Oder? Hat hier gerade Dennis gelacht? Ich hab nix, um ihn zu hauen. Ich hab nix, um ihn zu hauen. Ich muss was auf ihn werfen. Du Idiot. Nein, das ist mir reingefallen. What the hell? I was worried I'd go over budget. Was hat er jetzt hier reingekriegelt? Nix. Oh. Schlaf gut, Nico. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Okay. Ich muss sagen, ich fände es irgendwie auch ein bisschen komisch, wenn mir meine Einkäufe immer so eingepackt werden würden. Ich meine, ich kann das auch alleine. Oha, ich kann hier unten durchschalten. Ich habe eine Toilette gekauft.
Ih, was ist das? Will ich das wissen? Kann ich hier rein? Die wollten gar nicht, dass ich eine Toilette, dass ich einen Parkplatz kaufe, sondern dass ich das Klo kaufe. Ich dödel. Naja. Top of the line job there.